Martin? Ja. Hoi. Was sind ihr gerade am machen? Hä? Was sind ihr gerade am machen? Ja, jetzt sind wir gerade fertig mit Käse. Und jetzt sind wir noch ein bisschen am Putzen und wieder vorbereiten für morgen. Ja. Jetzt muss ich dann loslassen. Du hast einen Käse, Schwingerkäse. Wie bist du auf den Namen gekommen, Schwingerkäse? Ja gut, das ist natürlich meine Vergangenheit. Und die von meinem Bruder vom Schwingen her halt. Und nachher die ganze Bezug, die wir zum Schwingen haben, immer noch haben. Und der Dani Pösch hat dann das ein bisschen, mit dem Engagement mit dem Dani Pösch hat sich dann das ein bisschen ergeben, dass wir da einen Schwingerkäse kreiert haben und so auch lanciert haben und vom Markt gebracht haben. Ja. Mal. Hast du als Käser, hast du gern Ziger? Ziger? Kommt drauf an. Welche? Also, mal, ich muss sagen, ich habe jederlei Ziger gern, der Frisch. Der Frischzieger wie auch der Schabzieger. Ich habe beide gern. Und nicht in riesen Mengen, aber es ist immer eine Abwechslung. Ja. Und welches ist dein liebster St. Galler Käse? Ja, mein, natürlich. Wäre es Frucht, würde ich sagen, es ist mein eigener. Also sicher unser Gäwiler Bergkäse, der Schwingerkäse und der Appenzeller, den wir herstellen. Das sind sicher meine drei Favoriten. Ja. Du hast vorhin gesagt, du hast viele Jahre geschwungen. Welches war dein schönstes Schwingfest? Schönste? Ja, wir haben auch viel Schöne gehabt. Weil jetzt nicht unbedingt von der Leistung her, aber wir haben es mit dem ganzen Drum und Dran und mit den Kollegen und vielfach am die grössten Eindrücke hast du nachher gesammelt am Abend nach dem Schwingfest. Wenn du irgendetwas am Feiern warst oder für andere etwas gefeiert hast. Nein, ich könnte es nicht eins explizit sagen. Als Schwinger hast du durch die Schwingfest, die du Kranz gemacht hast. Zum Beispiel, wo ich den Brünig Kranz gemacht habe, das war sicher ein eindrückliches Fest gewesen. Aber auch als Lichtschwinger oder da, als Betreiber, wo der Dani Unspunne gewohnt hat, das war sicher auch ganz eindrücklich gewesen. Im Zusammenhang jetzt mit den Erfahrungen aus all diesen Schwingfesten und diesen guten, vielen guten Erlebnissen, im Vorstand und du im Vorstand vom ESAF 2025 von dieser Kandidatur, was hat das für Konsequenzen für zum ein gutes Schwingfest zu organisieren? Also was hat es für Konsequenzen? Wir müssen sicher mit Herzblut dahinter sein. Wir müssen unser Wissen und unser Know-how mit mehr probieren einzubringen. Und halt auch von den Eindrücken, die wir von anderen Festen gesammelt haben. Da müssen wir das Beste rausnehmen. Und auch immer, sagen wir jetzt mal, aus der Perspektive vom Zuschauer und vom Athlet das Schwingfest organisieren und auf den Weg bringen. Und das ist eine Art das Wichtigste. Und das ist natürlich auch mit recht viel Aufwand verbunden. Das ist klar, aber das sind wir uns auch bewusst und das machen wir auch gern. Wenn wir nachher wirklich ein schönes Schwingfest für unsere Zuschauer und für unsere Athleten können auf die Beine stellen. Wenn du jetzt einen Trumpf sagen von der Kandidatur, von unserer Kandidatur, welcher wäre da? Ja, ist sicher die ganze Umgebung Breitfeld mit der Anbindung an öffentlichen Verkehr, Verkehrsanbindung allgemein. Natürlich ich als langjähriger Schwinger und Betreiber ist für mich natürlich wichtig, dass die Athleten gut gehalten sind. Und die sind natürlich mit der Übernachtung im Neuchlen oben sind sehr gut gehalten. Das ist fast vergleichbar mit Frauenfeld. Das ist natürlich top für die Athleten, dass sie sich in der Nähe vom Platz zurückziehen können. Relativ schnell, ohne grossen Aufwand. Und für die Zuschauer an sich auch. Ich meine, jetzt lege ich natürlich Wert auf eine einfache Anreise, eine unkomplizierte, ohne grossen Stau und alles. Und das ist für mich natürlich sehr wichtig. Und ist ein Vorzug von St. Gallen. Und wenn du jetzt so ein bisschen die Schwingszene beobachtest, im Jahr 2025, aus welchen Teilverbänden stehen sich im Schlussgang vom eidgenössischen zwei Gegner gegenüber? Ja, also sicher. Mein Wunsch ist natürlich ein Ostschweizer. Aber explizit, also ein Ostschweizer wäre natürlich schön. Ein reiner Ostschweizer Schlussgang, da wäre jetzt ein bisschen gar überheblich. Aber den Ostschweizer wünschte ich mir schon im Schlussgang. Sicher auch einen, der vielleicht noch in der Nähe beheimatet ist.
Ich als St. Galler tippe natürlich immer ein bisschen auf St. Galler, aber am Eigenes ist es immer als Ostschweizer dort und da kämpfen wir als Ostschweizer gegen die anderen Teilverbände. Und das wäre sicher ein Highlight, aber schlussendlich, wir sind glücklich und zufrieden, wenn du bist gewöhnt. Danke vielmals, ja. Einen schönen Tag. Ja, danke. Okay. Ja. So.